Hallo und herzlich willkommen in Wolfsburg. Ich bin Ulrike. Sie lernen heute mit mir gemeinsam das Wohn- und Pflegeheim in der Goethestraße kennen. Neben mir begrüße ich Herrn Zaber. Er ist der Sozialdienstleiter des Wohn- und Pflegeheims und wird uns bei unserem Rundgang begleiten. Guten Tag, Herr Zaber. Guten Tag. Dann schlage ich vor, wir schauen uns ein wenig um. Das AWO Wohn- und Pflegeheim Goethestraße wurde 2009 erbaut. Das Haus bietet 92 Einzel- und 26 Doppelzimmer. Das dreigeschossige Haus ist modern und wohnlich gestaltet. Es ist sehr schön, in Berlin zentral, deshalb haben wir es auch gemacht. Und da war es ganz neu eingerichtet worden, die Einrichtung. Die war ganz neu gemacht worden. Und da war ich sozusagen der Erste mit in meiner Wohnung. Also wir sind immer noch ganz frisch quasi hier. Wir haben täglich neue Belegungen. Und alles ist im Fluss. Wir kriegen auch fast täglich Neuerungen. Kleiner Rosengarten entsteht vorne im Aufenthaltsbereich. Und für die Einrichtung hier werden wir noch Neuigkeiten entwickeln. Also es ist immer, jeder Tag ist ganz spannend. Alle Zimmer haben eine Sanitäranlage, die behindertengerecht eingerichtet ist. Selbstverständlich können Sie die Zimmereinrichtung mit Ihren eigenen Möbeln ergänzen oder vorhandene Möbel austauschen. Die haben das sehr schön gemacht, meine Kinder. Wenn Sie das sehen, kommen Sie mal rüber, zeigen Sie mal, ich würde es Ihnen gerne mal zeigen. Herr Weiß? Ja, rein. Hallo. Ja, ich freue mich. Ich habe einen schönen Ausblick hier, mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich habe hier dann reich nicht allzu weit zur Stadt. Wir bereiten stets eine ausgewogene und abwechslungsreiche Verpflegung frisch für Sie zu. Lieblingsessen wäre beim Miroladen. Die gibt's da auch? Gibt's auch, ja. Genauso wie beim Frühstück haben unsere Bewohner auch beim Abendbrot die Wahl. Je nach Wunsch bekommen sie ihr Essen angerichtet. Ich suche schon was Gutes aus. Für Ihre persönliche Lebensgestaltung halten wir ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Aktivitäten für Sie bereit. Wir bieten Einzelbetreuung und Gruppenangebote, jahreszeitliche Feste und vieles mehr. Wir feiern oft einmal, wenn Fasching ist. Da bin ich natürlich auch mit dabei. Gehen Sie kaum hin. Wir möchten Ihr Leben anregend und spannend gestalten. Zum Beispiel mit Sitzgymnastik, Gedächtnistraining und Tanzen. Ich tanze auch gerne noch, vor allem wenn mich jemand hält. Unser Friseur bedient Sie im hauseigenen Salon. Fachkräfte für Fußpflege, Krankengymnastik und Logopädie kommen regelmäßig ins Haus. In unserer Einrichtung leben überwiegend Bewohner mit der Pflegestufe 1. Außerdem bietet unsere Einrichtung einen Bereich speziell für Demenzerkrankte. Im Aufenthaltsraum hier hinter uns, der ist speziell nur für die Demenzkranken da, also nicht für die anderen Bewohner. Die werden hier essen, die werden hier auch betreut. Alles ist für die Leute hier konzipiert. Auch mit einer kleinen Wohnküche, dass wir auch am Wochenende mal hier selbst Waffeln backen können mit den Bewohnern. Es ist wichtig, dass sie nicht in einem sehr großen Raum mit zig Leuten zusammen essen, wie in einem großen Speisesaal. Sie müssen sich auch immer die Gesichter merken von den Mitarbeitern und auch von ihren Nachbarn, mit denen sie hier zusammen wohnen. Das ist für das Krankheitsbild enorm wichtig. Und auch, dass wir viel Licht haben, Helligkeit zur Orientierung, das hilft dann auch. Hier rechts haben wir noch ein kleines Wohnzimmer, wo man ein bisschen entspannen kann. Das ist ein kleiner Rückzugsort für unsere Bewohner, den wir biografisch eingerichtet haben, mit alten Gegenständen, Möbeln, Therapiematerial. Hier werden auch Kleingruppenarbeiten getätigt, Einzelbetreuung und nicht unbedingt in dem großen Raum. Im AWO Wohn- und Pflegeheim Goethestraße möchten wir für Sie einen persönlichen Lebensraum schaffen. Wir möchten Ihre Selbstständigkeit erhalten und Ihnen eine individuelle Lebensführung ermöglichen.